So, und herzlich willkommen zurück bei SimCity. Das Tutorial ist abgeschlossen. SimCity World können wir spielen. Treten Sie der Region Serenity Valley bei und spielen Sie mit anderen. SimCity mit Freunden macht doppelt so viel Spaß. Sie finden die Liste Ihrer Origin-Freunde im Spiel, gefiltert nach Origin-Freunden. Saraza hat kein SimCity und ich habe auf dem Account nur Saraza als Freund. Erzähl mir doch nichts, Origin. So, Beispielstand. Ich möchte das auch, klicken Sie auf die Schaltflächen neben Ihrem Avatar, um den Schaden zu ändern. City Lock ist ein Event-Feed. Okay, treten Sie in der Region Serenity Valley bei. Das will ich gar nicht. Ich will einfach mal so spielen. Und vor allem zuerst die Einstellung mal ganz kurz überprüfen. Das konnte ich im Tutorial die ganze Zeit nicht. Licht machen wir auf Ultra. Texturen. Mittel. Was ist das denn? Schatten auf Ultra natürlich. Hoch. Geometrie auf Hoch. Animationsdetail geht nur auf Hoch. Tilt Shift möchte ich gerne weniger haben. Anti-Aliasing ist an. Limit machen wir. Faustink ist an. Helligkeit ist super. Was ist ein Filter? Ich mach mal aus. Das mache ich lieber nachher, also so quasi in der Post. Gameplay, immer die Stadtgrenzen, Auflösung der Videoaufnahmen. Ich bitte dich, was ist das denn? Ach so, wenn wir Videoaufnahmen machen. Ah, okay, das mache ich ja eh anders, das brauchen wir ja gar nicht. Naja, Kamera für Planungsmodus, Scrollfunktion, Sprechblasen verbergen, Gedankenblasen, Origin-Avatare der Freunde verbergen. Ja, können wir ja, Mini-Tutorials. Okay, anwenden. Mitwirkende, gucken wir uns später an. Spielernbuch, Hilfecenter, erste Schritte. Und jetzt legen wir mal los. Wählen Sie ein Spiel zum Beitreten. Ich möchte gerne einen Spieler stellen. Kap Trinitas, eine Region. Flusstal. Corallia. Ich werde auch nicht ganz schlau draus. Ist das das Gebiet, was ich dann bebauen kann? Oder das hier? Oder was jetzt davon? Tief unten in den Tälern einer gewaltigen Bergkette vereinen sich zwei Flüsse zu einem großen Strom, den man nach Glückshafen verkaufen kann. Am Flussufer liegen fünf Städte, während sich ein Gleisbett durchs Tal schlängelt. Natürlich ein Gleisbett. Diese tropische Insellandschaft verfügt über Sandstrände, die wie gemacht sind für entspannte Abenteuer in der Sonne. Ja, über den Inseln verteilt sich eine breite Auswahl natürlicher Ressourcen, die jedem Island einen eigenen Charakter, pipapo. Der Viridianswald. Die Region ist von grünen Wäldern geprägt, durch die Flüsse mit schwachen Strömungen fließen. Die große Auswahl an Standorten sind zu mehreren Gruppen zusammengefasst. Sonnenbucht. Die kleine Insel ist nur durch einen schmalen Landstrich mit dem Festland verbunden. Die sonnenverwöhnte Insel ragt in die Sonnenbucht hinein und ist Zufluchtsort für Freidenker und Künstler. Diesen Flecken Erde mit seinem natürlichen Reichtümer teilen sich zwei Städte. Entdeckerdelta, Archipelin, Titangrund. Das hier ist, glaube ich, noch das harmloseste, ne? Städte 3, Großprojekte 1. Fünf Städte auf dem kleinen Wurstding da. Das sieht schon wesentlich größer aus, hat aber auch 7 Städte. Kann ich die Städte dann alle selber bauen? Geht das? 16 Städte, bist du bescheuert? Großprojekte 4. Komm, wir fangen erstmal beim Kap Trinitas an. Und ich weiß nicht genau, wenn es ein Let's Play geworden ist, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann gucke ich mal, ob wir ja vielleicht alle durchgehen. Ich weiß es nicht, je nachdem natürlich, wie ihr da Bock drauf habt. Das ist eure Entscheidung, je nachdem auch, wie SimCity bei euch ankommt und je nachdem, wie viel Bock wir da haben, das weiterzumachen und so weiter und so fort. Irgendwann wird wahrscheinlich Luft raus sein, vermute ich mal. SimCity kann es ja nicht endlos spielen, oder? Auf jeden Fall nicht in diesen kleinen Maps, wie es aussieht. Wir machen erstmal Kap Trinitas, 3 Städte, ein Großprojekt. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht habt ihr spezielle Wünsche. Dann gehen wir das nicht in Reihenfolge durch, sondern nach euren Wünschen. Jetzt erstmal kann ich leider keine Umfrage abwarten. Deswegen nehme ich einmal mal Forsch, wie ich bin. Kap Trinitas mit 3 Städten ist das ja recht klein. Also weiter. Weiter. Region benennen. Ja, wie nenne ich die denn mal? Region benennen. Verdammt, wie hieß das nochmal? Na? Pofigen an der Zichte. Was, das geht nicht? Dann schreibe ich es mal mit einem O. Pofingen an der Zichte. Kennt ihr noch Klein Pofingen an der Zichte? Gut, die Region heißt jetzt einfach so. Das hier ist dann einfach die Zichte. Keine Ahnung. Öffentliche Region. Jeder SimCity-Spieler kann dieser Region beitreten. Ich mache mal eine private Region draus mit Einladung und dann schauen wir mal, ob wir nicht zusammenspielen, ob wir uns da nicht ein paar Leute ranholen oder wie auch immer. Ich habe ja noch keine Ahnung von SimCity, wie das funktioniert.
Auch da ist Hilfe gerne gesehen. Baukasten machen wir nicht. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf. Wir sind alle Gebäude an einer begrenzten Anzahl an Sheets. Es gibt keine willkürlichen Katastrophen. Ich mache einfach mal ohne Baukasten. Und wir spielen einfach mal los. So, Pofing an der Zichte. Wählen Sie einen leeren Standort, um eine Stadt zu beanspruchen und diese Region zu erstellen. Standort des Großprojekts. Ah ja. Ich glaube, ich möchte erstmal was an der Küste. Vielleicht hier so ein Stranddingens erstmal, ne? Oder nee, ich nehme erstmal was mit viel Baugebiet. Neue Stadt. Es gibt viel Wasser und es gibt viel Wind. Also ein bisschen Wind. Was gibt's hier? Es gibt eine Menge Wasser, es gibt noch weniger Wind. Hier müsste es mehr Wind geben. Hier gibt es auf jeden Fall Kohle. Oh, dann soll ich hier anfangen. Erz gibt's hier. Öl gibt's hier. Wasser gibt's hier. Und es gibt sogar ein bisschen Wind. Versand, Schiene. Das in die Gebirgsausläufer eingebettete Neuberg wartet nur darauf, dass ein Bergbaubetrieb der Erzablagerung der Berge nutzt. Die Fossilien im Boden weisen auf unterirdische Urvorkommen hin. Dann beanspruchen wir das mal. Neuberg. Oberbürgermeister Gronk. Aktiv beansprucht. 50.000 Simoleons. Wieso können wir den Namen der Stadt eigentlich nicht bestimmen? Wir betreten Neuberg. La la, la la. Ich bin sehr gespannt auf unser erstes Spiel. Das Set Helden und Schurken ist jetzt freigeschaltet und einsatzbereit. Ach ja, im Polizeimenü, da freue ich mich ja. Vielen Dank für den Kauf der Digital Deluxe Edition. Sie können Ihre Inhalte jetzt verwenden. Sie finden die Inhalte im Kulturmenü, im Polizeimenü, sowie in den Bus- und Zugunter-Menüs der öffentlichen Transportmittel. Ich freue mich sehr. Danke fürs Herunterladen der Nissan Leaf Ladestation. Der Inhalt steht jetzt bereit. Vielen Dank. Natürlich haben wir direkt zu Spielstand alles verfügbar. Ganz brav nach dem Nachhausekommen heute Morgen noch selber bei Origin zugeschlagen. Obwohl ich mir das... Ich habe mir bei Amazon SimCity bestellt. Genau, das gleiche Spiel wie bei Bioshock. Ging es einfach schneller, mir das runterzuladen. Deswegen habe ich es mir dann nochmal geholt. Es tut mir furchtbar leid, diese Geldverschwendung. Aber ich wollte es einfach möglichst schnell anzocken. Und natürlich auch möglichst schnell zeigen. Lalalalalala. Habe ich aber nicht gesagt. Hast nicht gehört. So, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Einstand in Ihrer neuen Stadt. Von Zeit zu Zeit bekommen Sie kurze Tutorials angeboten. Sie sollen Ihnen helfen, zum perfekten Bürgermeister zu werden. Die Tutorials sind allerdings keine Pflicht. Die Sims... Och, nicht schon wieder. Die Sims halten Aufträge für Sie bereit, während Sie Ihre Stadt aufbauen. Sie müssen diese Aufträge dringend erfüllen. Nein, nicht erfüllen. Es lohnt sich aber, wenn Sie die Bürger zufrieden... Ich habe noch gar keine Bürger. Hier sind Bäume. Die haben keine Wünsche. Lass mich in Ruhe mit deinem Tutorial. Ich habe doch gerade die ganze Zeit schon. Achten Sie darauf, immer erst alle Ziele zu erfüllen, bevor Sie weitermachen. Das war's. Viel Glück, Bürgermeister. So, ziehen Sie eine Straße zur Autobahn. Weisen Sie Wohngebiete aus für 10 weitere Häuser. Das mache ich aber erst, betrachte ich hier dieses wunderschöne Grün. Wieso höre ich gerade einen Bus im Wald? Willst du mich verarschen? So, hier lege ich dann Bungee-Jumping-Dingens an. Ach du Scheiße, da kann ich ja auch runter. Und die Autobahn ist da unten, nicht da oben. Ach, und hier sind Schienen für Zugverkehr. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt lang gehen, wohin die gehen. Und ich wollte eigentlich da oben anfangen. Ich glaube, ich fange jetzt mal da unten an. Und wir schließen einfach die Autobahn an. Neuberg wird gebaut. Jetzt gehe ich erstmal auf die Lama-Geschwindigkeit. Zack. Straße mit niedriger Dichte. 4 Simoleons, 8 Simoleons, mittlere Dichte. Vierspurig ist die ist zweispurig, ne? Hauptstraße. Es ist ja eine Hauptstraße. Ich muss an der Hauptstraße hier anbinden. Ich hoffe, ich schmeiße jetzt nicht so viel Geld raus. Und die Hauptstraße mache ich einfach mal erstmal so. Straßenbegründung, Stadtgründung genehmigt. Entschuldigung, ich kann hier kaum noch lesen. So, Straße mit niedriger Dichte, Straße mit mittlerer Dichte. So, ja, ich baue gleich Wohngebiete. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Das hier sind die Unterteilungen der Wohngebiete, glaube ich. Dann fange ich doch mal einfach mit Wohngebieten an, obwohl das an der Autobahn vielleicht nicht ganz so geil ist.
Okay, ich hoffe, die kann ich... ich hätte jetzt gern irgendwas zum Feststellen. Kann ich mit Shift irgendwie... Ja, kann ich. Okay, und dann kann ich hier automatisch... Okay, ich baue erstmal ein paar Straßen. So. Damit können wir nämlich an der Autobahn... Ich weiß nicht, ob es nötig sein wird. Oh, das hier war natürlich ein Fail. Egal, komm, wir bauen da einfach mal... Das war ja jetzt doof. Ich würde gerne rückgängig machen, den letzten Schritt. Wie kann ich das hier? Rückgängig machen. Rückgängig, rückgängig. Ctrl-Z funktioniert nicht. Rückgängig. Regionsansicht, Standort. Das ist ganz toll. Ich mache mal ganz kurz die Pause. Wo kann ich hier rückgängig machen? Katastrophen. Ja, die Straße ist eine Katastrophe. Planieren möchte ich das gar nicht. Ich möchte gerne den Schritt rückgängig machen. Straßen-Upgrade, das ist natürlich super. Rechtecke. Bögen. Kurven. Kreise. Ich bin bei Städteplanung übrigens ein Rechteckmann. Ich bin sehr rechteckig bei diesen Städtebauen. Das mit den Kurven habe ich immer Probleme, weil es dann hinterher sieht einfach nicht so ordentlich aus, weißt du? Wie kann ich denn jetzt rückgängig machen? Das ging doch in jedem SimCity. Also, in jedem ab dem dritten. So, Ich will rückgängig. Ich will rückgängig machen. Rückgängig? Erfolge? Herausforderung? Bestenlisten? Freundesliste? Option, ich will rückgängig. Kann ich bei Option vielleicht noch ganz kurz bei Einstellungen, schau dir mal. Bei Gameplay muss ich das, Kamera- und Planungsmodus, Scroll-Funktion, Sprechblasen verbergen, Origin, okay, hier geht's nicht. Ich dachte, ich kann hier vielleicht noch irgendwo Rückgängig-Modus und so. Ein Weg ist ja auch geil. Irgendwie cool. Ja, dann muss ich die wohl, das tut mir leid, es gibt wohl keinen Rückgängig-Modus oder ich bin zu blöd, den zu finden gerade. Planieren wir die Scheiße einfach mal weg. Und wir richten hier mal... Weisen Sie ein Wohngebiet aus. Das mache ich mal da hinten, so an der Talsohle. Hier so, ne? Und dann machen wir mal von hier aus. Herein! Und hier können wir jetzt theoretisch Geschäfte bauen. Ne, da mache ich noch Wohnsiedlungen. Hier mache ich die Geschäfte hin. Und Industrie kommt dann hier unten hin. So, und da kommen noch Wohnsiedlungen hin. Dann haben wir zwei Siedlungen, also hier vier Blöcke quasi. Und dann haben wir zwei kommerzielle und zwei Industriegebiete. Das heißt, 4:2:2, 4:4 sozusagen im Verhältnis. Das müsste hoffentlich gehen. Momentan haben wir noch keine Nachfrage bei Gewerbe und Industrie. Das wird aber alles kommen. Wir gehen mal wieder aus dem Pausemodus raus. Und sehen, wie in wahnsinniger Geschwindigkeit die Leute einfach hierher ziehen wollen. Wow! Das flutscht ja richtig. Das flutscht ja richtig. Zu wenig Abnehmer für Lieferungen. Ja, wir haben noch gar keine Industrie. Was willst du denn von mir, du Moppel? So. Wir brauchen Energie. Kohlekraftwerk. Windkraftwerk. Energieproduktion. 3 Megawatt bei 10 km/h. 75 Megawatt. Kostet 8.000, kostet 17.000. 450 die Stunde, 80 die Stunde. Also bei 16.000 Simoleons hätten wir 6 Megawatt. Wo ist denn hier das Atomkraftwerk? Sonnenkraftwerk, Atomkraftwerk. Na also, das bauen wir uns dann. Davon bauen wir uns 10 ins Gebiet. Nissan Leaf Ladestation. Hallo Ingame-Werbung. Sonnenkraftwerk. 8 Megawatt in Spitzenzeiten. Kostet aber 33.000. Ich würde sagen, wir bauen kein Kohlekraftwerk. Aha. Wir bauen kein Kohlekraftwerk, sondern kaufen erstmal. Stellen Sie an einer Straße, was? Einen Wasserturm auf, um Ihre Stadt mit Wasser zu versorgen. Okay.
Ich würde mir lieber Wasser kaufen, nicht statt einen Wasserturm. Was? Pumpstation, nicht genehmigt. Nein. Okay, kann ich, wie war das nochmal, in der Regionskarte? Wo ist hier die Regionskarte? Regionsansicht, so. Ich kann mir natürlich kein Wasser bei einer anderen Stadt kaufen. Scheiße. Okay. Wir brauchen dringend Water. Machen wir nochmal schnell auf Pause, dann hauen wir uns ein paar Wassertürme hier hin. Ich würde mal sagen, hier hin. Und vielleicht noch hier hin. Ich weiß nicht, wie viel man da braucht, ehrlich gesagt. Wasser unterm Gebäude. Naja, ich mache erstmal auf Dingens, auf Play wieder. Strom brauchen wir dann auch. 28.000 Simoleons haben wir noch. Oh, 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 oh. Windkraftwerk, 3 Megawatt, 75 Megawatt. Es hilft ja nix. Drohen die Finanzprobleme? Nein! Gegenmaßnahmen, Versorgung abschalten, Steuern erhöhen, Wohnen ausweisen. Neuberg bankrott in 21 Stunden. Bürgermeister Gronk muss die Steuern anheben. Was? Wo sind hier die Steuern? Hallo? Gemeindehaus. Leck mich doch. Ich habe noch Gold für Geld für 20 Stunden. Ich will nicht jetzt schon pleite gehen. Ist doch... Okay, mal ganz kurz gucken. Wir brauchen ein Gemeindehaus. Na super. Hey, beliefern Sie die Stadt mit Strom? Das habe ich doch gemacht. Wir haben noch genug Kohle. Ach, da müssen erstmal Leute angestellt werden, oder was? Wir brauchen Strom, Alter! Hier, Strom! Ist doch geöffnet. Wir stellen neue Leute ein. Drohen die Finanzprobleme. Oh Mann, ey, stell neue Leute ein. Ich brauche Strom. Da habe ich wohl ein bisschen zu groß gedacht. Fürs erste Mal. Aber naja, man muss natürlich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie man hier so am Rumbauen ist. Und wir müssen natürlich das Abwasser noch ein bisschen wegkriegen. Ein Abwasserendrohr. Komm, das bauen wir wieder hier irgendwo. Ey. Wirklich dahin? Nee, die sind alle mit Wasser versorgt. Ist doch alles gut eigentlich. Ich muss jetzt ein Abwasserendrohr, muss jetzt da hinten hinballern. Naja, egal, komm. Mach ich neben das Kohlekraftwerk, kann ja auch nicht schlimmer werden. Drohen die Finanzprobleme? Nein! In 13 Stunden bankrott! Nein! So, jetzt haben alle Strom, die Scheiße fließt ab. Wir brauchen Strom. Alter, da ist doch Strom. Ja, Strom haben wir jetzt. Okay. Puh. Ja, komm, zieht alle hierher. Guck mal, ich saug die Scheiße aus der Stadt an die Autobahn. Schroff-Immo zu verpachten. Ja, Pizzeria Mundstück. Wir brauchen Strom. Beliefern Sie die Stadt mit Strom. Hab doch Strom. Hallo, Strom. Alter, ich hab so viel Strom. Da ist doch Strom für alle. Wieso kriegt das Ding keinen Strom? Achso, das braucht momentan keinen Strom. Aber wir haben noch keine Stromprobleme. Nicht versorgt. Hier ist doch alles super versorgt. Boah, ich weiß doch, als man selber noch die Stromdinger ziehen musste und auch die Wasserrohre selber verlegen musste, hatte auch was. Muss ich ja zugeben. So.
Gemeindehaus, Petition zum Bau genehmigt. Ich freue mich. Wir müssen aber erstmal ein bisschen Kohle herkriegen. Wir kriegen die Stromkarte wieder zu jetzt. So. Ich würde gern weiter hier leben, wenn es einen Park gäbe, den man besucht. Ach, leck mich doch am Arsch. Wir haben Haushaltsdefizite.